Danke für die Einführung. Hört mich, weil das Mikrofon fast. Das klingt hier eigentlich. Also ich weiß nicht genau, ob die Höhe richtig eingestellt ist. So, versteht man mich jetzt? Das hat sich einfach ein bisschen laut zu reden. Also, danke für die Einführung und auch mir herzlich willkommen zurück aus dem Mittagspause. Wie gesagt, es wird darum gehen, wie man Performance-Daten sammelt, und zwar mit einem Team, das sich Kollegin nennt. Was wir uns anschauen, die Gliederung sieht man jetzt hier bloß den Ausschnitten. Also wir gehen erstmal darum, uns anzuschauen, was Kollegie eigentlich überhaupt ist. Direkt allgemein noch nicht so hundertprozentig bekannt. Dann wichtige Packages davon mal anschauen, wie man die man auch selber erweitern kann, sprich eigene Metriken mit in das System einführen kann. Und ansonsten am Schluss noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wie kann man das System, den Daemon in das System mit integrieren. Das ist Kollektiv. Kollektiv ist erstmal ein Daemon, ein Unix-Daemon, das heißt ein Prozess, der ständig im Hintergrund läuft und da einfach mal Dinge tut. Und die Dinge, die er tut, in dem Fall Leistungsdaten vom Rechner zusammen. Das heißt, Leistungsdaten, das könnte zum Beispiel CPU-Auslastung sein, das könnte Speicherverbrauch sein, Last auf Netzwerk, das Verhalten von irgendwelchen bestimmten Prozessen, also sprich für CPU-Zeit braucht ein bestimmter Prozess, wie viel Speicherauslastung hat er gerade, solche Dinge. Diese Daten werden aufgenommen, verarbeitet und letztendlich auf irgendeine Art und Weise gespeichert. Das ist eigentlich mal so alles, was Kollegie selber tut. Hinten raus kann man die Daten dann zum Beispiel in RD-Dateien schreiben. Ich hoffe mal, dass das den allermeisten Leuten hier ein Begriff ist. Das ist eine Datenbank, die Daten für einen bestimmten Zeitraum verhält und alle Daten wieder wegschmeißt. Und dieses Tool auch liefert, sind schon Möglichkeiten, daraus einen Graphen zu erzeugen. Das ist dann zum Beispiel wie das Management, schön, wenn man irgendwelche bunten Bildchen hat, die kann man dann zeigen, freut sich. Was wichtig ist, man darf die das Sammeln von Daten nicht mehr Monitoring wechseln. Es spielt zwar so ein klein wenig zusammen, aber es sind auch noch zwei verschiedene Dinge. Das Sammeln von den Daten ist, kann man sagen, die Grundlage, auch die das Monitoring braucht, aber man kann damit noch wesentlich mehr machen. Also zum Beispiel die aktuelle Performance des Systems anzuschauen. Wie verhält sich das System? Eine Kapazitätsplanung zu machen. Schauen, wie verhält sich die Auslastung des Systems? Brauche ich vielleicht irgendwie in einem halben Jahr irgendwie noch mehr Ressourcen oder leitet mir das noch voraussichtlich für ein Jahr? Das sind Dinge, die man mit den Daten anstehen kann. Und das Monitoring ist eigentlich nur eine Sache, sich aktuellen oder einen kleinen Abschnitt von Werten anzuschauen und darauf dann einen gewissen Status abzuleiten. Also zu sagen, okay, das System ist okay oder das System ist gerade im kritischen Zustand oder ähnliches. Das kann Kollegie auch, aber nur sehr, sehr rudimentär. Dafür gibt es andere Lösungen, wie man das miteinander integrieren kann, werden wir auch später noch sehen. Aber es geht heute primär nicht ums Monitoring. Gut. Wie das andere Open Source Projekt auch, gibt es eine Reihe von verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, wie man Entwickler und auch andere Nutzer erreichen kann. Zum einen mal die Webseite, wo auch aus meiner Sicht vergleichsweise viel Dokumentation dort ist. Es ist auch Wiki da, wo auch Benutzer mit der Dokumentation beitragen können. Dann gibt es natürlich eine Mailingliste, die sich momentan zu großen Teilen noch mit Entwicklung beschäftigt, wo auch ab und zu mal Benutzeranfragen kommen. Eine Mail ist nur dafür da, die alle diese Zwecke erreichen soll. Über IRC sind wir auch erreichbar und seit ein, zwei Tagen auch ganz modern, 21. Jahrhundert, webweit-nutzmäßig Mikroblogging über Identica. So. Okay, wichtige Eigenschaften. Wie schon gesagt, das Ganze ein Daemon. Das hat den Vorteil, dass wir uns, wenn wir ein bisschen Wert abfragen wollen, sparen, dass wir erstmal ein Overhead haben von hoch eines neuen Prozesses. Viele vergleichbare Lösungen, die mit einem ähnlichen Ziel rangehen, sich die Leistungsdaten zu sammeln, häufig irgendeine Ansammlung von Perl- oder Shell-Skripten, die halt in jedem Intervall ausgeführt werden müssen, wo dann entweder Shell eben gestartet werden muss oder da irgendwie ein schwerwiegender Perl in der Breite, was eine gewisse Zeit braucht, was das System auch wieder beeinflusst. Das spannend ist alles, dadurch, dass wir einen C geschriebenen Daemon haben, der Plugins lädt und diese Plugins sich die Werte dann zum Beispiel aus dem Rock-Dateisystem im Fall von Linux oder über irgendwelche anderen Schnittstellen oder was ich
Unterstützung dazu anbietet. Was wir da an Möglichkeiten haben, werden wir auch noch sehen. Das ist freie Software, größtenteils unter der GPL Version 2 lizenziert. Ein paar Teile stehen unter einer BSD-Lizenz, aber größtenteils eben unter der GPL 2. Dann möchte ich versuchen, möglichst C99 Postgres-konforme C zu verwenden, sind wir vergleichsweise portierbar. Das heißt, Beam läuft eigentlich so auf den allermeisten Unix-ähnlichen Systemen, hauptsächlich getestet und entwickelt unter Linux. Damit ist da die Unterstützung auch sicherlich noch am größten. Läuft auch problemlos aus den verschiedenen BSD-Varianten, Solaris und es wurden auch schon, sagen wir mal, seltenere Systeme. Ich glaube, HPUX hat auch schon jemand berichtet, dass da drauf läuft. Ja, repetiert hat man muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen einmal die Dienen selber, der im Endeffekt einen sehr kleinen Teil darstellt, der wie gesagt C geschrieben ist, sonst auch nicht weiter irgendwie systemabhängig ist, der ist problemlos auf alle diese Architekturen, die irgendwann mal zum Postgres gehört haben, auf jeden Fall portierbar. Das andere sind die Plugins, auf die wir gleich noch detaillierter sprechen kommen, die eigentlich dazu da sind, um die Werte abzufragen. Und wie portierbar die sind, hängt immer davon ab, wo man diese Werte herholen kann. Ich habe gerade schon mal erwähnt, dass einige Werte aus dem Prot-Dateisystem kommen. Das existiert unter Linux, existiert auch in einer gewissen Ausführung unter FreeBSD, aber schon unter OpenBSD haben wir damit ein Problem. Dementsprechend müssen diese Plugins dementsprechend auch auf andere Architekturen portiert werden. Andere Systeme bieten wieder andere Schnittstellen an, zum Beispiel KStars oder ich glaube Solaris ist das, was möglich eine Vielzahl an Systemmetrik hat zu fragen, das wird dann zum Beispiel in vielen Plugins dann verwendet, um die wir unter Solaris zu bekommen. Okay, dadurch, dass wir als Team laufen, sehr geringen Einfluss erstmal auf das System haben, weil wir einen kleinen Speicherverbrauch haben durch eine kleine Team und so weiter, sind wir sehr skalierbar. Also es gibt viele Leute, die Kollektiv zum Beispiel von einem OpenBSD einsetzen, um da ihre, im Heimnetzwerk ihre Routerinformationen abzufragen und das reicht aber hoch bis in große Cluster-Systeme, die damit verwaltet bzw. überwacht werden. Und was ja auch so aktuell verwendbar ist, die Cloud. Auch da kann es sehr eingesetzt werden, viele flexible Konfigurationsmöglichkeiten haben, es ist auch sehr beliebt. Gut, haben wir angesprochen, dass die gleichzeitig effizient arbeitet. Das erlaubt uns standardmäßig mit einer Auflösung von 10 Sekunden zu arbeiten. Sprich, wir fragen alle 10 Sekunden neue Werte ab. Ob man das wirklich in einer Situation braucht, ist nochmal eine andere Frage, aber geht prinzipiell. Und der Daemon ist sehr modular aufgebaut. Ich habe schon erwähnt, der Daemon selber ist nur ein kleines Framework eigentlich, was die Infrastruktur zur Verfügung stellt, um Werte von einer Stelle an eine andere Seite zu leiten. Was es die eine und die andere Stelle macht, das wird eigentlich hauptsächlich durch Plugins definiert. Gut. Schauen wir uns erstmal an, was dieses effizient genau bedeutet. Hier eine Grafik, Ausschnitt von einer Stunde. Wir sehen hier Systemload, wie sich eben im Zeitraum verhalten hat, wie es eben so üblich ist, in 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten Durchschnitt. Diese unterschiedlich farbigen Linien sind eben Werte, die vom Kollektiv aufgesammelt wurden. Und was man wahrscheinlich wenig schlecht erkennen kann, dieser Bereich hier ist etwas rot hinterlegt. Das ist ein 5-Minuten-Intervall, das üblicherweise von vielen anderen Lösungen als die vom Wert verwendet wird. Das sieht man schon, wenn wir jetzt hier wirklich nur der 5 Minuten in dem Fall abgefragt hätten, dann wäre wahrscheinlich so ein Großteil der Informationen verloren gegangen, weil wir dann hier immer so an diesen Stellen abgefragt haben und warum auch immer, vielleicht gibt es irgendein Konstrukt eben irgendwie alle 5 Minuten oder sowas, das hat eben gerade nach den 5 Minuten die Load etwas nach oben getrieben. Das wäre eigentlich aufgefallen, weil wir eben hier an diesen Stellen abgefragt hätten. Gut. Das Modulator hat ja auch ein bisschen drauf rumgeritten. Was bedeutet das jetzt? Mittlerweile haben wir bei der letzten Version über 70 verschiedene Plugins. Das ist mal eine Auswahl davon hier. Es reicht von einfachen Dingen, schon mal vorhin angesprochen. CPU, das ist einfach die CPU-Auslastung. Das sind halt einfach die Werte. System-Auslastung, IO-Auslastung, User-Auslastung und ähnliches. Sehen auch gleich noch ein Beispiel dazu. Über vergleichsweise spezielle und ein bisschen ausreifere Dinge wie
man eben diese Hardware-Version abfragen kann. Es geht hin zu MySQL, PostgreSQL und Oracle, das ist irgendwo stehen, wo man von verschiedenen Datenbanken einerseits von der Datenbank selber, also von dem Prozess im Endeffekt Informationen abfragen kann, sprich viele Caches, Hits oder Misses hatte ich, wie viel Platz brauche ich die eine Datenbank oder die andere Datenbank gerade auf der Platte oder ähnliches. Oder ich kann diese Plugins auch nutzen, zumindest das PostgreSQL und das Oracle-Plugin mit MySQL geht es noch nicht, um wirklich Werte aus Tabellen dieser Datenbank abzufragen. Also sprich, ich mache irgendwelche SQL-Queries, die ihre Werte zurückliefern und diese Werte sind dann die, die später weiterverarbeitet und gespeichert werden. Kann ich zum Beispiel nutzen, viele Backlink-Systeme oder sowas verwenden, SQL-Backends, da kann ich mir dann zum Beispiel darüber die Anzahl der offenen Tickets und ähnliches anzeigen lassen. Okay. Und viele verschiedene andere Dinge eben, die da sind, würde man sagen, die grundsätzlichen Metriken, die den Systemadministrator irgendwie interessieren sollten, zum allergrößten Teil abgedeckt sein und auch sehr viele verschiedene andere spezielle Dinge sind auch schon da, wie zum Beispiel das Foam-Plugin, das fragt sehr, sehr detaillierte Informationen über den virtuellen Bereichmanager vom Linux-Kernel ab, wo es wirklich schon sehr detailliert, um die Werte zu interpretieren. Und braucht man schon ein detaillierteres Wissen darüber, wie überhaupt das Virtual von Linux funktioniert, um damit irgendwas anzufangen zu können. Also sehr spezielle Werte, die nur für, sag ich mal, Spezialisten in einem bestimmten Bereich ausgelegt sind. Okay, noch ein paar technische Details. Die aktuelle Version, die im Mai released wurde, ist die Version 4.7.2. Die nächste Version soll Mitte September released werden, das ist dann die Version 4.8. Es gibt Pakete für verschiedene Distributionen. Debian, Red Hat, FreeBSD, OpenWRT sind bekannt. Letztens hat irgendjemand aus der Welt, dass auch Apache 2 irgendwo ein E-Build geben sollte, aber unverständlich nicht so ganz aktuell ist. Also, verschiedenes. Die letzte Age-Version, also 3. irgendwas, ist mittlerweile alt, schon seit 2,5 Jahren, sowas ganz grob, ist rückwärts inkompatibel, weshalb es auch den Major-Version gegeben hat, empfohlen, dass die nicht mehr weiterverwendet wird. Wenn wir gerade schon Versionsnummern sind, noch ganz kurz zur Erklärung, was Azure auch schon die für Open-Source-Projekte doch vergleichsweise hohe Versionsnummer erklärt, immer wenn irgendwelche rückwärts inkompatiblen Änderungen eingeführt wurden, die für den Benutzer sichtbar sind, dann wird diese Version eben erhöht. Dann heißt es eben auch, dass der Administrator dann ein Upgrade gemacht wird, auch wirklich wahrscheinlich selbst irgendwie hinfahren muss, zum Beispiel Konfiguration eine neue Syntax anpassen oder das Verhalten von irgendwelchen Plugins hat sich geändert, zum Beispiel wenn nach RD weggeschrieben wird, haben sich vielleicht Pfade aus irgendwelchen Gründen geändert, wo die Daten geschrieben werden und ähnliches. Meine Versionsnummern, also was wir jetzt auch kurz vorgestellt haben, von 4.7 auf 4.8 zum Beispiel, heißt, dass nur neue Features hinzugekommen sind, die auch rückwärts kompatibel sind. Dann das Special Release, eben 2, bedeutet nur, dass auch mal in diesem Minor Release irgendwelche Bugs gefixt wurden. Das heißt, sowohl vorwärts als auch rückwärts kompatibel. Gut, geschrieben ist es in C und Versionsverwaltung wird es dann simuliert. Okay, schauen wir uns mal ein paar wichtige Plugins an. Wie gesagt, die eigentliche Funktionalität liegt im Endeffekt in diesen Plugins. Der Daemon verwaltet die im Endeffekt nur. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, ein paar grundlegende Dinge. Wie CPU, Speicher, Netzwerkschnittstelle, Auslastung. Das war in die Kategorie spezielle Lese-Plugins eingeordnet. Lese-Plugins heißt, das sind Plugins, die Daten abfragen, im Gegensatz zu den Schreib- bzw. ganz allgemeinen I.O.-Plugins, die Werte dann entweder weiter verschicken oder auf die Platte schreiben. Zum Schluss wollen wir uns mal ein paar generische Plugins anschauen, die selber auch wieder eher nur ein Framework anbieten. Und die erst dann wirklich sinnvoll einsetzbar sind, wenn auch zusätzliche Konfiguration dazugekommen ist. Das werden wir dann sehen. Okay. Einfachen speziellen Plugins, um
grundsätzlichen Werte von dem System abfragen, ist ein sehr einfach, sind auch entsprechend einfach zu konfigurieren. Das ist hier mal ein Ausschnitt aus einer Konfigurationsdatei für den Daemon. Wir haben hier so ein paar Load-Plugin-Konfigurationsoptionen, die einfach nur sagen, lade dieses Plugin und das Plugin arbeitet. Wir halten CPU Memory, gibt auch wirklich nicht viel mehr zu tun. Entweder die sammeln die Werte oder die sammeln die Werte nicht. Dann gibt es ein paar Plugins, wie zum Beispiel das Interface-Plugin, was auch erstmal ohne Konfiguration arbeiten würde. Das soll einfach mal Statistik über alle im System vorhandenen Netzwerk-Interfaces abfragen und entsprechend an die Daemon weiterschicken. Es bietet aber optional auch einfache Konfigurationsmöglichkeiten, wie in dem Fall eben eine Auswahl der Werte, die wir interessiert sind. In dem Fall haben wir eben gesagt, hier ist das Interface LO, also das Loopback-Interface und das Interface 0, ich glaube, in der IP6-Tunnel-Interface ist das. Sammeln wir diese Option hier unten. Die Selected ist gleich True, also diejenigen, die wir angegeben haben, die interessieren uns im Endeffekt nicht. Das heißt, wir würden jetzt die Werte aller anderen Interfaces im System abfragen. Dieses Syntax, wir können gewisse Werte auswählen und entweder die Auswahl nehmen oder eben genau das Gegenstück der Auswahl nehmen. Das ist in vielen Plugins vorhanden, bietet da einfache Möglichkeiten, um mal vorzufiltern. Okay, dem Bild der immer interessant sind hier ein Beispiel drauf. Hier auch wieder eine Auswahl über die letzte Stunde der CPU-Auslastung. Das Gelbe, was wir hier dominieren sehen, ist die Wait-IO, also die Zeit in der Prozessor im Endeffekt, das System damit beschäftigt war, auf irgendwelche IO-Operationen, also zum Beispiel Lesezugriffe, Schreibzugriffe auf eine Platte zu warten. Seht ihr, dass das System allgemein da vielleicht so schon ausgelastet ist, also vielleicht irgendwie ein File-Server oder ähnliches sein, der da irgendwie in die Richtung macht. Und wir sehen, dass hier so um 5:20 Uhr oder nochmal kurz vor 6 Uhr irgendwie ein größerer Peak war, vielleicht liefen da irgendwelche Backups oder ähnliche Operationen im System. Gut, hier sehen wir einen Graphen, der eine ganze Woche abdeckt und den Verbrauch an RAM darstellt. Das grüne oben ist der Speicherplatz. Die anderen Farben unten drunter sind die verschiedenen Kategorien, unter denen der Kernel ist einsortiert, also benutzt, gecached oder gebuffert. Was wir hier sehen, haben so ein Muster, was sich so im Tagesrhythmus wiederholt. Also wir haben zwischen zwei solche roten Linien, die hier vielleicht hinten wieder schlechter zu erkennen sind, bildet einen Tag ab. So ungefähr um 8 Uhr geht die Auslastung nach unten und sammelt sich so im Laufe des Tages wieder an. Wirklich Schluss darauf wert, vielleicht, dass wir irgendwelche langlaufenden Prozesse haben, die einen Speicher auch haben oder sowas, die vielleicht vom Grund irgendwie jeden Morgen um 8 Uhr neu gestartet werden. Oder es sind irgendwelche Benutzer auf dem System, die eben morgens irgendwelche Aktionen ausführen, die dafür wirken, dass von irgendwelchen ihren laufenden Applikationen Speicherplatz wieder zurückgeht oder sowas. Die Interpretation der Werte hängt natürlich auch immer davon ab, in welchem System ich oder in welchem Umfeld ich mich bewege. Also sprich, irgendjemand außen stehen lässt, wenn ein Blick auf solche Werte wird, muss ich unbedingt gleich daraus ablesen können, wie sich das System verhält. Das ist natürlich immer irgendwie lokal abhängig von dem, was ich erwarte, was ich brauche und so weiter. Was man hier auch sieht, dass insgesamt die Speicherauslastung tendenziell schon immer gegen 100% läuft. Das ist ganz beabsichtigt so, das macht der Linux-Kanal eben so. Es macht einfach keinen Sinn, da irgendwo drei Speicher einfach rumliegen zu haben. Von dem her würde der Zweifelsfall wahrscheinlich einfach für irgendwelche Plattencaches oder Ähnliches verwendet. Von dem her ist es nicht wirklich ein direktes Zeichen, dass wir hier nahezu 100%ige Auslastung haben. Okay, hier sehen wir noch einen Wochengrafen über den Ein- und Ausgehenden Netzwerk-Traffic auf dem Interface E0 in dem Fall. Wir sehen, dass wir so auch wieder im Tagesrhythmus immer wieder irgendwelche so Bedingungen haben, sinusförmig fast schon. Lässt darauf hindeuten, dass hier eben irgendwas dann wieder läuft, was größtenteils aus den irgendwelchen Leuten der gleichen Zeitzone wahrscheinlich verwendet wird und was hauptsächlich tagsüber irgendwie interessant ist. Am 8 Uhr, wie zwischen 12 und ungefähr 8 Uhr ist, so das Minimum. Und am einen Tag, der besonders hoch aussticht, zumindest so über knapp 12 Stunden. Das könnte sein, möglicherweise hat es im Zeitpunkt irgendwie Lost-Attacke
in dem Fall mit einem halben Tag schon vielleicht sehr lang gelaufen wäre, aber das wäre eine Erklärungsmöglichkeit, dass sie im System gelaufen ist. Oder das war irgendwie solche Wetter, aber irgendwie Streamingdienst anbietet und an dem Tag ein größeres Event, was dann irgendwie gestreamt wurde, was mehr Leute gefragt wurde. Das ist wieder quasi die kontextbezogene Interpretation, die man eben wieder nennen muss. Okay. So, mal dazu. Diese einfachen Plugins, die einfach mal wir sammeln und weitergeben. Dann haben wir die sogenannten IO-Plugins, die im Endeffekt dazu da sind, um die Werte auch irgendwo hin zu bringen, wo ich dann am Schluss dann auch abspeichere oder die Software verarbeiten kann. Das Netzwerk-Plugin ist ein ganz wichtiger Kandidat dafür, wie der Name schon irgendwie vermuten lässt. Das sind die Werte, schickt über das Netzwerk an eine andere Instanz von Kollegie und auf der Seite können jetzt entweder weiter abgespeichert werden oder auch wieder weitergeschickt werden oder so weiter. Ja, das hat unterstützt eine ganze Reihe an unterschiedlichen Betriebsarten, die im Endeffekt auch beliebig kombiniert sind. Also wir haben einmal die Möglichkeit, Daten zu verwenden, das bietet dann quasi einen Client. Wir brauchen auf der anderen Seite natürlich einen Team, der die Daten empfängt, also unser Server. So weit ist es auch vergleichsweise Standard. Wir können aber auch Werte weiterleiten, so eine Art Proxy-Verfahren. Sprich, eine Instanz wirkt dann sowohl als Server als auch als Client. Weiter wird unterstützt Unicast, also Punkt-zu-Punkt verbinden, das heißt, ein Server oder ein Client schickt genau an einen oder mehr Server. Wir unterstützen auch Multicast. Das heißt, wir können quasi eine ganze Gruppe von Servern unsere Daten schicken. Wer genau in dieser Gruppe drin ist, braucht uns eigentlich gar nicht zu interessieren. So, wer gerade da ist, empfängt die Daten und wenn nicht da ist, empfängt sie sich. Das ermöglicht uns dafür gleichzeitig einfach, die Dinge eben zu skalieren. Und außerdem wird IPv4 und IPv6 transparent parallel unterstützt. Das Ganze ist in einem Plugin implementiert. Das heißt, wie genau dieses Plugin sich gerade verhält, hängt von der Konfiguration ab. Ein paar Beispiele, wie das prinzipiell aufbauen kann. Also das sollte man hier einfach mal die Server darstellen. Ganz einfache Grafiken. Wir haben irgendwie eine Reihe von Clients, die eben nach Konfigurationen unterschiedliche Server schicken, die auch mehrere Server schicken können oder mehrere Clients können natürlich auch einen kleinen Server schicken. Wie sinnvoll jetzt wirklich diese konkrete Darstellung ist, mal hingestellt, aber es ist eben eine Möglichkeit, hier über Unicast an mehrere Ziele zu schicken. Das ist eine Darstellung, wie man sich Unicast ganz grob vorstellen kann. Also wir haben eine Reihe von Clients, die im Endeffekt an seine Wolke, also eine Gruppe von Servern schickt und da drin kann eine dynamische Anzahl wirklich an zwei Auswirkungen verliegen. Ich habe hier eine Darstellung des Proxy-Verhaltens sein. Wir haben hier schon mal verschiedene Sorten von Clients, die dann einen Server schicken, der schickt das zweite. Darüber können wir zum Beispiel auch so Dinge abbilden wie eine Umsetzung von IPv6 auf IPv4. Also die Server können jetzt hier eben irgendwann eine Grenze zwischen IPv6 und IPv4 stehen. Wir haben ein internes Netzwerk, das nur auf IPv6 läuft. Aber nach außen wollen wir die Daten auch über IPv4 erreichbar haben. Das können wir darüber abbilden. Oder natürlich kann man auch von Unicast auf Multicast abbilden und eine jede Kombination der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, die ich gerade aufgezeigt habe. So, die Konfiguration davon ist auch nur vergleichsweise einfach. Wir sagen den Daemon Daten das Netzwerk-Plugin. Aber in dem Fall weiß dieses Plugin natürlich noch nicht, was es damit oder was es tun muss, wenn es einfach nur geladen ist. Das heißt, es braucht in jedem Fall eine Konfiguration. Und da, wenn wir einen Client konfigurieren wollen, dann müssen wir ihm sagen, wo steht der Server. Und das ist auch wirklich nur das Minimum, was irgendwie nötig ist. In dem Fall schickt er das eben an drei verschiedene Server. Zwei Server, die schon was die zentralen Sammelinstanzen dieser Musterformat sind. Und noch einen Server über IPv6. Ob ich denn jetzt eine andere Server, die über einen Bus-System angegeben sind, IPv4, IPv6 oder sonst irgendwas steht, vollkommen egal. Es wird einfach festgenommen, was da ist. Der Server dazu, die Konfiguration schaut im Endeffekt ganz genauso aus, bloß dass wir das Server-Keyword hier vorne durch das Listen-Keyword ersetzen und dann weiß der, okay, alles, was über diesen Punkt reinkommt, empfange ich und arbeite weiter. Und im angesprochenen Proxy schaut im Endeffekt wieder ganz genauso aus. Ich habe gesagt, im Endeffekt funktioniert er dann als Server und als Client gleichzeitig, das heißt, wir haben sowohl das Listen-Statement hier als auch das Server-Statement.
müsst dem Plugin in dem Fall auch noch ganz explizit mitteilen, dass er eben als Proxy fungieren soll. Das heißt, wir müssen sagen, dass Werte, die über die eine Instanz angenommen werden, dann auch wirklich über die andere rausgeschickt werden. Und das machen wir eben über das Keyword Forward, was wir auf True setzen. Okay, das Plugin merkt sich, was schon mal empfohlen wurde, und dadurch vermeide ich, dass da Loops auftreten. Gut, seit der Version, die im Mai freigegeben wurde, also seit 4.7.0, unterstützen wir auch Authentifizierung und Verschlüsselung. Authentifizierung über eine SSH-Ausprägung, Verschlüsselung über AES-256. Und da kann man jetzt wieder entschiedenen Möglichkeiten miteinander kombinieren. Einmal auf der gleichen Seite eben Konfigurationsmöglichkeiten. Wir sagen, wir machen gar nichts von beiden, wir signieren es oder verschlüsseln es. Auf der Serverseite können wir auch wieder nichts machen. Weil hier ein Unterschied wird zwischen, wir haben überhaupt keine Unterstützung dafür konfiguriert oder wir haben zumindest eine Datei angegeben, wo Benutzername und Passwortabbildungen drinstehen. Oder wir erwarten signierten oder verschlüsselten Traffic. Und je nachdem, wie es zusammenpasst, wird der Traffic dann angenommen oder nicht. Zwei Beispiele, ich denke mal, prinzipiell sollte die Tabelle hoffentlich halbwegs selbst erklärt sein. Aber wenn der Client nicht verschlüsselt und der Server erwartet auch nicht, dass es verschlüsselt ist, dann funktioniert es natürlich einfach, die Daten werden alle angenommen. Also wirklich alles, was dann über diesen Port ankommt. Wenn der Client nicht verschlüsselt und auch nichts signiert und der Server erwartet, aber es signiert und verschlüsselt wird, dann wird es einfach nicht akzeptiert, die Daten werden verworfen. Dann noch darauf hingewiesen, das Ganze geht über UDP. Client würde in dem Fall überhaupt nicht mitbekommen. Wurde schon öfter auch umgedreht, dass das Ganze vielleicht auch über TCP gehen sollte. Hat bislang aber einfach noch jemand gefunden, der implementieren wollte. Da war eine Frage dran? Okay, gut. Also, Patches werden da gerne angenommen, ansonsten wird das einfach irgendwann kommen, wenn einer da den Fix Zeit hat. Kennt ihr den Patch? Unbedingt gar nicht. Okay. Meines momentan auch nicht unterstützt, ist aber prinzipiell auch rückwärtskompatibel einbaubar. Diese Netzwerkpakete, die da verschickt werden, haben alle einen Header, in dem eine ID drin steht, was in diesem Paket enthalten ist. Und der Client ist schon extra programmiert, dass Dinge, die in den Cache einmal verworfen werden, das ermöglicht uns eine Rückwärtskompatibilität, das ermöglicht uns aber auf der anderen Seite auch völlig transparent oder rückwärtskompatibel neue Funktionalität einzufügen. Also sprich, wir können jetzt auch einfach einen neuen Pakettyp einführen, eben nicht mehr über AES-256 verschlüsselt, sondern das Ganze über eine SSL-Implementierung macht. Der Grund, warum es momentan noch nicht existiert, also gerade die SSL-Implementierung, ist, dass wir eben UDP verwenden. Einigen, die das DTLS nennen, also Datagram TLS implementiert, ist momentan OpenSSL. Die OpenSSL-Lizenz ist inkompatibel mit GPL, der D-Mail steht, von dem her geht es nicht. Von dem müsst ihr da momentan einfach darauf warten, dass es entweder von GNU-TLS implementiert wird oder darauf selber was machen, wobei das eigentlich so die unangenehmste Lösung ist. Okay, dann ist es natürlich, wenn der Client verschlüsselte Daten schickt, setzt das hinten, auf dem Server ist nicht konfiguriert, das heißt natürlich nicht, wie er mit diesen verschlüsselten Daten umgehen soll. Das heißt, die Daten werden auch verworfen, das funktioniert einfach nicht. Wenn es verschlüsselt verschickt oder signiert verschickt und der Server erwartet es entsprechend, dann funktioniert es natürlich entsprechend, ob die Signatur oder die Verschlüsselung passt. Gut. Okay. Jetzt noch Fragen zu den Netzwerkplugins. Das ist doch vergleichsweise komplex. Ich habe hier mal wirklich gerne einen groben Überblick zu begeben. Ja, die Frage war, ich glaube, mein Gott, das ist wieder cool, das ist Video, ob ein Server, der verschlüsselt annimmt oder unverschlüsselt, das Ganze dann auch wieder enthalten, entschlüsselt oder nachträglich verschlüsselt weiterklicken kann und dann wird darauf, ja, das funktioniert. Okay, dann schauen wir uns mal das Default-Plugin an, als so vermutlich das mit Abstand am weitesten verwendete Ausgabe-Plugin, zumindest so in endgültigen zentralen in Anführungszeichen Instanz von Kollegi. Das nimmt einfach die Daten und schreibt in das vermutlich hoffentlich allbekannte RD-Format. Und zwar macht das nicht nur einfach, sondern
ganz effizient. Was effizient bedeutet, werden wir auch gleich sehen, was auch wichtig ist. Okay. Dieses Effizient heißt im Endeffekt, dass das Plugin ein Caching wieder vornimmt. Das Problem von RD-Tool ist, dass in einem Update-Vorgang ungefähr 8 Byte geschrieben werden, also ein Double-Wert, je nachdem, wie das dann noch genau dargestellt wird, ist es dabei. Aber es sind eine kleine Anzahl von Byte. Dazu muss aber das Betriebssystem einen ganzen Block von der Platte lesen, was üblicherweise 512 Byte sind, und danach auch wieder schreiben, als er verwendet wurde. So, für einen Datensatz ist das noch kein Problem. Für 10 Datensätze ist vermutlich auch noch kein Problem, wobei wir 10 Datensätze, nachdem wir in verschiedene Dateien schreiben müssen, wahrscheinlich 10 verschiedene Blöcke lesen müssen. Und jetzt haben wir dann irgendwann 10.000 Datensätze, weil wir irgendwie ein größeres Setup, viel, viel kleiner haben. Und irgendwann sagt Facebook, das mag ich nicht mehr. Dem ist der prinzipielle Ansatz, den RD-Plugin hier vornimmt, dass die Werte erstmal gecached werden und nach einer konfigurierten Zeit einmal weggeschrieben werden. Wenn wir jetzt 30 Updates nacheinander haben, haben wir nicht 8 Byte schreiben, sondern 42 Byte. Das passt vermutlich mit größter Wahrscheinlichkeit genau in einen Block von 512 Byte rein. Habe ich mich verrechnet? Nein, aber es ist vielleicht ein Block, wenn es 2 Blöcke. Ja, kann passieren, aber dann sind es 2 Blöcke und auch 30 Blöcke. Aber das Prinzip ist eben, dass wir für die 30 Updates, die wir dann schreiben, im Endeffekt genau den gleichen Aufwand haben auf der Platte, wie wir vorher für die 8 Updates hatten. Wir müssen die 512 Byte lesen, müssen sie verändern und wieder schreiben. Dieses Verändern ist dabei das kleinste Problem, das passiert im Bereich, das ist schnell. Aber das Lesen und Schreiben auf die Platte sind eben die Aktionen, die Zeit brauchen und die die Festplatte dann auch in die Knie gehen lassen. Nachteil davon ist natürlich, dass die Daten, die in den RD-Datei schreiben, dann nicht mehr hundertprozentig aktuell sind. Dafür gibt es auch einen Mechanismus, den sehen wir dann gleich. Du musst schon jetzt, genau. Das ist das sogenannte Flushing, was dann eingeführt wird. Wo wir den Demon sagen können, okay, für diesen in jedem Datensatz möchte ich jetzt eine Graph generieren, indem ich möchte jetzt aktuelle Daten haben. Also sage ich den Demon, auch wieder über ein Plugin, ich möchte jetzt diesen Flush-Callback absetzen. Und dann gibt er sein Ausgabe-Plugin weiter, beziehungsweise alle Plugins, die eben diese Flush-Operation unterstützen. Und im Fall von einem RD-Plugin werden die Daten dann eben für diese eine Datei auf die Platte geschrieben. Das heißt, für diese eine Datei haben wir jetzt auch wieder ein vergleichsweise ineffizientes Verfahren, weil wir eben nicht die kompletten gesammelten Daten schreiben, sondern eben irgendwie eine kleinere Menge. Aber es ist eben nur eine einzelne Datei. Und in den wenigsten Fällen werden wir 10.000 in jeder Datei noch einmal erzeugen, dann wird das kein Problem sein. Wenn wir das wirklich machen, dann werden wir es wahrscheinlich sowieso irgendwie automatisiert in regelmäßigen Abständen machen, sodass wir halt einen größeren Aufwand haben und danach auch nicht mehr. Okay. Und ansonsten haben wir noch ein schönes Throttling, also eine Drosselung eingebaut, eine gleichmäßige, was dann auf die Daten geht. Das Problem ist auch wieder, Festplatten unterstützen eben nur eine gewisse Anzahl an Schreiboperationen im Endeffekt pro Zeiteinheit. Was wir jetzt machen können, dass wir dem Demon sagen, okay, cache die Daten über eine Stunde zum Beispiel. Aber schreib, wenn diese Stunde abgelaufen ist, immer nur 30 Updates pro Sekunde raus. 30 Updates pro Sekunde ist ungefähr ein Wert, den dann Festplatten auch abhaben können sollten. Und dann kann es eben eine gewisse Zeit lang dauern, je nachdem, wie viele Werte wir eben insgesamt haben, bis die Daten geschrieben werden, aber wir schreiben am Ende gleichmäßig die Last weg. Aber eben mit dem maximal konfigurieren, was irgendwie möglich ist. Erst vor 2 oder 3 Tagen wurde dann noch ein Patch eingereicht, wo jemand sich gedacht hat, okay, das erzeugt immer noch einen gewissen Peak, eben wenn diese Zeit abgelaufen ist. Ich möchte das auch weiter gleichmäßig verteilt haben. Was mittlerweile als Patch im aktuellen Master Branch im Git verfügbar ist, ist die Möglichkeit, dann eben zu diesem normalen Timeout, den man über das Caching definiert ist, zufällig ein paar Sekunden zufällig abzieht. Und dadurch teilt sich so im Laufe der Zeit, also noch ein paar Iterationen, sollte dann die komplette Schreibweise über diesen kompletten Cache-Timeout-Zyklus verteilt sein. Für die Platte macht das wahrscheinlich keinen Unterschied, aber das System ist dadurch einfach gleichmäßig belastet. Gut. Noch ein Konfigurationsbeispiel für das RD-Plugin. Prinzipiell auch wieder
sehr einfach zu konfigurieren über die Option Node-Plugin. Ja, die Tool sage ich dem Deep Largest Plugin. Das ist auch wieder ein Plugin, was das mal noch mit Default-Werten auf 5 funktionieren wird. Er schreibt halt einfach unter den zur Compile-Zeit angegebenen Default-Pfad seine Werte weg. Sich üblicherweise irgendwo unter Valp. Mit nichts weiter konfigurieren, macht er das halt einfach, sobald die Daten empfangen werden, werden die weggeschrieben. Für kleine Setups wie von Schaller Welt ist das überhaupt kein Problem. Wenn wir eben größere Setups verlaufen, dann wollen wir eben diese Caching-Funktionalität auch unterstützen. So mache ich das, indem ich die sage, okay, dann Cache-Timeout in 300 Sekunden. Das bedeutet jetzt, dass jeder einzelne Datensatz für 300 Sekunden eben gecached wird und dann diese ganzen Updates in 300 Sekunden reingekommen sind, auf einmal weggeschrieben werden. Was ich eben vorhin erklärt. Dieses Write per Second ist im Endeffekt diese Drosselung, die da implementiert ist, und jetzt sagt es eben genau, wie der Name schon vermuten lässt, dass 30 Updates pro Sekunde weggeschrieben werden sollen. Also da ist es einfach. Schon mal eine RD-Tool Create Command-Zeile gesehen hat, das bietet auch alle möglichen weiteren Optionen, wie diese RD-Dateien aufgebaut sein sollen. Eine ist davon hier auch unterstützt. Also es gibt dann auch deutliche Konfigurationsmöglichkeiten, um es wirklich genau an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Okay, hier grob aufgezeichnet, wie dieser Caching-Mechanismus funktioniert. Wir haben im Endeffekt einen balancierten Baum, wo die einzelnen Datensätze dann gespeichert werden. Über diese Datenstruktur balancierter Baum haben wir einfach die Möglichkeit, auf größere Datenmengen trotzdem auch vielleicht mit Effizienz zuzugreifen. Da werden eben, bis der Timeout abgelaufen ist, gespeichert. Nach diesem Timeout im Endeffekt ein Pointer auf diesen Datensatz, der im Cache gespeichert ist, in die sogenannte Update-Queue eingeführt. Und an dieser Update-Queue arbeitet ein extra Thread, der dann immer den, solange eben Daten vorhanden sind, die Daten ausliest und die Platte wegspeichert. Das ist vielleicht sehr einfach. Das ist eben diese Queue-Thread da oben, der den Daten ins System wegschreibt. Die Flash-Option, die ich vorhin erwähnt habe, arbeitet prinzipiell gleichweise ähnlich. Bloß, dass die höher in Priorität läuft und durch die Werte in diese sogenannte Flash-Queue einführt. Wenn wir die sagen, wir wollen diese Werte jetzt haben, dann wollen wir 30 Sekunden warten, bis vielleicht die anderen Werte, die sich angesammelt haben, abgearbeitet werden, sondern wir wollen es eben zum schnellstmöglichen Zeitpunkt haben. Und deswegen wird diese Flash-Queue von dem Queue-Thread mit höherer Priorität abgearbeitet. Also solange da irgendwas drin ist, werden erstmal die Werte ausgelesen. Ich kann natürlich auch Werte, die dann Timeout abgelaufen ist, in die Flash-Queue überführen. Dann wird einfach der Pointer des Landierten gespeichert, drüber geschoben und dann ist dann im nächstmöglichen Zeitpunkt abgearbeitet. Das ganze Prinzip hat mittlerweile auch in RD-Tool Upstream Einzug gehalten unter dem Namen RD-CacheD. Das ist wirklich ein Autor, also der Autor von dem RD-Tool-Plugin, Florian Forster, der auch das Projekt ins Leben gerufen hat, nochmal eigenständig Daemon implementiert wurde, der eben dann diese RD-Tool-Update-Kommandos entsprechende Konfiguration nicht mehr direkt auf die Platte schreibt, sondern erstmal an diesen RD-Cache-Daemon schickt. Und der arbeitet jetzt im Endeffekt genauso, wie ich das gerade erklärt habe, was das Kollektiv-Plugin macht. Das ist ein eigenständiges Daemon. Der wird in der nächsten Version von RD-Tool, also Version 1.4, die jetzt irgendwann der nächste auskommen soll, integriert sein. Es sind mittlerweile davon Entwicklern, hauptsächlich Captain Brittner, noch weitere Versionen hinzugefügt worden, wie zum Beispiel Shortlink-Support. Ansonsten hat man das Problem, die Werte werden erstmal nur im Rahmen gespeichert. Das heißt, wenn der Daemon aus welchem Grund immer abschüttet, sondern alle Werte, die im Cache-Timeout drin lagen, einfach weg. Durch das Journaling habe ich die Möglichkeit, das vorher schon mit auf die Platte zu speichern, in einer effizienteren Variante eben, weil ich es in einem Block schreibe. Und damit habe ich die Möglichkeit, auch an einem System Crash an meine Daten wieder zusammenzukommen. Vorteil von der Verwendung von RD-Cache-D auch in Verbindung mit Colleague-D ist, dass man ein Colleague-D zum Beispiel nach Konfigurationsänderungen einfach neu starten kann, ohne dass man Cache danach wieder neu auffüllen muss, beziehungsweise den Reporter auf die Platte wegschreiben muss, was durchaus bei größeren Cache-Timeout und bei größeren Anzahlen an Clients bzw. Werten Gespräche durchaus schon mal länger dauern kann. Genau, also parallel zu dem RD-Tool-Plugin gibt es dann auch ein Code-D, ein sogenanntes RD-Cache-D-Plugin, was die Werte eben an diesen Daemon nutzt. So. Das SMP-Plugin. Das ist eins aus dieser Kategorie generische Plugins, was nur eine Infrastruktur zur Verfügung
Verfügung stellt und dann erstmal nur weiter Konfiguration arbeitet. Was macht der Prinzipiell? Er fragt eben über dieses Protokoll, wert er ab von üblicherweise irgendwelchen Netzwerkzubehör, also Switches und dann ähnliches, und schickt die dann eben in Daemon weiter. Plugin ist sehr generisch, also es gibt nicht ein Plugin, was eben für ein Cisco weiße Treffer irgendwie funktioniert und einen anderen, den ich für einen Schnipp brauche oder was auch immer alles gibt. Sondern was gefragt werden, das muss durch den Benutzer angegeben werden. Kommt gleich in die Konfiguration. Was außerdem macht, dass mehrere Geräte parallel abgefragt werden. Und zwar kann man mittlerweile auch seit Version 4.7 angeben, wie viele Threads insgesamt zu der Abarbeitung von kompletten Lese Plugins gestartet werden sollen. Und pro konfigurierten Host wird im Endeffekt ein Lese-Callback einbinden registriert. Und damit können die eben mit dieser maximal konfigurierten Anzahl an Threads dann parallel gearbeitet werden. Die Konfiguration unterscheidet sich hier zwischen Datenblöcken und Hostblöcken. Datenblöcke sind da, um zu beschreiben, welche Daten ich bei der Abfrage, die ich mache, erwarte, wie ich die dann in irgendwelche Werte umwandeln kann, die dann von Daemon verstanden werden. In den Hostblöcken wird dann definiert, welche Hosts frage ich ab und zusätzlich quasi eine Referenz auf einen entsprechenden Datenblock reingeschrieben, der sagt, okay, für diesen Host frage dieses und jene Daten auf. Dann zum Beispiel so aufschauen, so ein Datenblock, der hier einen Typ if-Octets beschreibt. Dieser Typ ist ein im Kollektiv vordefinierter Typ, wo dann eben beschrieben wird, wie einerseits die AD-Datei hinten dran ausschauen muss, wie die Daten prinzipiell aufgebaut sind, aus welchen Unterbausteinen die Unterbausteine nochmal aufgebaut sind. Ja. Dann heißt Table True, das heißt, dass ich erwarte, ist eben eine Tabelle in SNMP. Daraus will ich die Instanz if-name haben und davon eben diese hier genannte Werte. Jedenfalls sind eben zwei Werte abgefragt, if-Octets einmal eben eingehend und den ausgehenden Traffic eben abspeichert und entsprechend muss ich das dann auch an die befüttern. So, passender Hostblock dazu könnt ihr dann so ausbauen. Wir haben hier einen angegebenen Host, der auf der angegebenen Version mit der SNMP-Version 1 arbeitet. Wir wollen eben dieses if-Kollektiv, was wir hier gerade definiert haben, abfragen. Und das Ganze mit Intervall von 60 Sekunden. Vorhin mal gedacht, dass der Daemon eben standardmäßig mit Auflösung von 10 Sekunden arbeitet. Das ist für viele SNMP-Geräte einfach viel zu viel, weil die dann nicht herkommen. SNMP ist für die häufig vergleichsweise komplex, weil das eben kein Hardware gelöst ist, sondern meistens in der CPU von dem Ding passiert. Dementsprechend macht hier Sinn, meistens dann auch mit einer geringeren Auflösung zu arbeiten. So könnte man mehrere ausschauen, die aus SNMP abgefragt werden. Ich springe jetzt mal ein bisschen schneller drüber, weil der Zeitend schon abgelaufen ist. Jetzt wird noch ein paar Grafiken gesehen. Jedenfalls noch. Ein weiteres sehr generelles Plugin ist das Tail-Plugin, was erstmal ähnlich arbeitet wie das Tail-Command-Zeilen-Tool. Sprich, also verfügt irgendwelche Dateien. Das ist immer das, was hinten dran angehängt wurde. Und das ist perfekt genau das gleiche, was Tail-Plugin macht. Man kann dazu reguläre Ausdrücke angeben, die eben teilweise dann werden aussortiert, mir gewisse Teile rausnimmt und dann eben an die weiterschickt. Beispiel dafür ist, ich möchte eben anschauen, wie sich mein Postfix verhält. Postfix bietet, zumindest ist das bislang nicht bekannt, keine Schnittstelle an, über die ich irgendwelche Informationen direkt aus dem Postfix, die man selber rausnehmen kann. Von dem muss ich da unter Umständen einfach darauf dann umsteigen, dass ich dann eben das Mailbox, was mit Postfix geschrieben hat, dann entsprechend passen muss. Das ist natürlich ein gleichzeitig größerer Overhead, ist, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Kann ich darüber eben auch Werte sammeln. Aber es ist auch wieder eben sehr generisch gehalten. Es gibt da keine Default-Konfiguration, die einfach irgendwas tun würde. Es muss hier angegeben werden, was eben gewollt ist. So, wie gesagt, okay, Postfix habe ich gerade gemeint, aber Exen, andere Team-Direkten, Mitserver-Dienst, die eben, wie viele Connections hier pro Sekunde aufgetreten sind. Okay. Was gespeichert wird, zumindest mit Default
Konfiguration von einem RD-Tool-Plugin der Durchschnittswert, der Maximalwert und der Minimalwert. Was im Endeffekt angezeigt wurde, ist diese Fläche, das Maximum und Minimum und dann als stärkere Linie nochmal der Durchschnitt davon. Da hat man eben quasi die größte Informationsdichte und so einen Graph. Okay. Kann natürlich auch an dieses Log gehen, in dem Fall eben aufgezeichnet worden, wie viele ungültigen Login-Versuche ich hatte pro Sekunde. Okay, Zusammenfassung von wichtigsten Plugins. Also wir haben eine sehr große Anzahl unterschiedlichen Plugins für Szene drin, die von so einfachen Dingen losgehen, wie CPU-Speicher oder so ähnlich. Wir haben vielfältige Netzwerkmöglichkeiten über Netzwerk-Plugin. Was wir vorhin mal erwähnt hatten, IPv4, IPv6, Multicast, Unicast, Proxy, Setups, alles irgendwie in beliebigen Kombinationsvarianten. Wir haben ein, das sich mittlerweile herausgestellt hat, das Caching-Modell in den RD-Tool-Plugin. Wie gesagt, mittlerweile hat es auch den RD-Tool-System im Anzug gefunden. Und wir haben einige sehr generische Ansätze, um auf generische Art und Weise irgendwelche Daten aus dem System rauszuziehen. Wie zum Beispiel SNP-Tail-Plugin aufgeführt. So. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Also, wie ist dann so prinzipiell an Fragen, was besteht dann? Soll ich hier ein bisschen weiter erzählen, wie man eigene Erweiterungen schreiben kann, oder sollen wir Fragen gestellt anfangen? Gut, ansonsten Fragen vom Zuschauer einstellen, ja, bitte. Das kommt jetzt gleich hier in dem ganz grob. Ansonsten wäre das noch Fragen dazu sind und auch noch Fragen. Ja. Die Frage ist, ob das L-Plugin damit umgehen kann, dass Log-Rotate beschlagen ist, sprich, die Dateien verschoben worden, umbenannt worden oder die bisher bestehende Teil auf der einen oder nicht existiert. Die Antwort darauf ist ja. Also auf der Datei oder die Datei, die ich quasi verfolge, die bleibt im Diagramm erstmal geöffnet. Das heißt, auch wenn die geschoben wird, dann habe ich eben die Datei, die existiert trotzdem immer noch über die Einung, die ist immer noch vom Dateisystem reserviert. Und solange ich die eben offen lasse, kann ich noch wieder rauslesen. Das heißt, ich kann die alte Datei auf jeden Fall da bis zum Ende fertig lesen. Und wenn ich dann eben festgestellt habe, ob die Datei existiert jetzt überhaupt nicht mehr, das benutzt dann das Plugin, dann wird es die Datei eben öffnen. Das ist der Mindestbetrieb, oder muss es eben abgefangen. Ja, bitte. Also die Frage war, ob das Tail-Plugin aus Info lesen kann. Okay, also die Anmerkung war noch, dass man über syslog.ng direkt mal Info schreiben kann, damit man diese Rotate-Problematik auch umgehen kann. Nachdem FIFO ja vom Kernel als ganz normale Datei angeboten wird, sehe ich jetzt gerade keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Es könnte passieren, dass wenn der eben ans Ende der FIFO umgegangen ist, dann in der File bekommt, dass er danach versucht, einfach mal zu öffnen. Das heißt, ich dann rumschneiden, eben in der File eine neu öffnete Datei habe. Aber prinzipiell sollte das natürlich funktionieren. Aber 100% sicher kann ich das nicht sprechen. Nächste Frage, glaube ich, von. Also das, was die Frage war, dass üblicherweise in der Tool in gewissen Zeitintervallen Daten eingefügt werden müssen, die dann da aggregiert werden und dann später abgeschrieben werden und ob das über das Cache nicht kaputt geht. In dem Cache wird auch das Zeitlimit abgespeichert, zu welchem Zeitpunkt die Daten gesammelt wurden. Das wird mit einer RD-Tool übergeben und wenn dieser Zeitschnitt eben angegeben ist, dann übernimmt ein RD-Tool. Ansonsten würde er eben nur in dem Fall des Schnitts angegeben, dass die aktuelle Zeit bin. Also das fällt da kein Problem. Gut. Da hinten glaube ich dann. Wie
Die Frage war, wie intelligent das Scale-Bug ist, ob es Möglichkeiten gibt, Multiline-Regex zu verwenden oder irgendwelche Korrelationen zwischen Daten aufzustellen. Muss ich sagen, das ist momentan vergleichsweise dumm. Also wir können wirklich nur reguläre Ausdrücke angeben, die auf eine Zeile arbeiten, also ähnlich wie das auch SED oder andere Tools machen. Und eine Korrelation müsste ich sowieso später zwischen Daten feststellen, wenn ich eben irgendwie gesammelt habe und dann, wenn ich das später auswerten will oder auf was dazu da abzielt. Die Anmerkung war, dass eben bei dem Syslog teilweise passieren kann, dass eine Information über mehrere Zeilen verteilt ist. Das Beispiel habe ich gerade vergessen, aber ein anderes Beispiel wäre auch ein Matlock wieder, wo eben eine Verbindung über mehrere Zeilen im Endeffekt abgebildet ist. So eine Korrelation aufzustellen ist momentan nicht möglich. Die Frage war, ob man der Client cachen kann. Weil angenommen, man sammelt alle 10 Sekunden, möchte man nicht unbedingt alle 10 Sekunden dann auch an den Server schicken. War das richtig aufgefasst? Da auch das Netzwerk unterstützt den Cache. Und zwar funktioniert er nicht zeitbasiert, sondern größenbasiert. Damit eben eine gewisse Größe an, bis eben quasi ein Paket maximal voll wäre, ein GPT-Paket, in dem Fall wird es rausgeschickt. Remote-Flaschen ist momentan nicht möglich. Es wird aber, ich glaube, in irgendeinem Git-Repository gibt es auch schon ein Plugin, wo ich dann auch über TCP-Sockets und ähnliches Kommandos an den Daemon schicken kann. Darüber wird es unbedingt möglich. Also die Frage war, dass der Daemon im Endeffekt die Verarbeitung der Daten übernimmt, das Graphen eine bloßgelöste Variante ist. Das ist prinzipiell richtig erkannt. Also der Hauptfokus von dem Daemon ist, die Daten zu sammeln, das auch wirklich gut zu machen. Es gibt ein paar Beispiel-Parallel-CGI-Skripte, die sehr einfache Graphen auch erzeugen. Die sind aber prinzipiell darauf ausgelegt, funktional zu sein. Also ich hoffe, ich beleidige jetzt hier niemanden, aber für den Manager ist es dann vielleicht auch eher nicht geeignet, weil das irgendwie nicht groß ist, sondern ich habe einfach meine Daten, die mir für jeweils immer dargestellt werden. Die Zeit läuft schon ab, aber ich kann vielleicht noch ganz kurz hier noch ein Beispiel zeigen, wie das dann aussehen würde. Also es sind ein paar Beispiele dabei, die hauptsächlich dazu gedacht sind, dann auch in eine Lösung wieder integriert zu werden. Die Frage war, ob es ein empfohlenes Tool gibt, um Daten auch gleich auszuwerten bzw. zu graben. Ich möchte jetzt nicht aus dem Fenster hier gehen und irgendwas empfehlen, hauptsächlich aus daher, weil ich selber kein Tool verwende, sondern ich verwende diese Beispielskripte, weil die für mich enthalten. Es gibt Leute, die das wohl schon mit DR-RAW gemacht haben. Das ist so ein generisches RD-Tool, Grafik-Ding. Und ich glaube auch, heißt dieses andere Tool. Fällt mir gerade ein. Also, es wurden schon ein paar Dinge auf der Mailingliste mal angesprochen, worüber man es gehen und was machen kann, aber empfehlen möchte ich davon jetzt nichts. Das ist das allerletzte Kapitel gewesen. Vielleicht bringe ich das doch einfach mal ganz kurz rüber und dann vielleicht alle letzten Fragen noch verschlagen. Minuten, noch zwei Minuten. Drei, vier. Okay, dann mache ich das ganz schnell durch. Hier gibt es eine kleine Übersicht, über welche Möglichkeiten ich eigene Erweiterungen in die man reinbringen kann. Es gibt einmal das Perl-Plugin, das im Endeffekt sehr ähnlich arbeitet wie Mod-Perl in Apache. Sprich, es nimmt einen Perl-Interpreter und spielt den in den Daemon ein. Dann habe ich die Möglichkeit, auch Plugins, die normalerweise C geschrieben werden müssten, in Perl zu schreiben. Was dieses Plugin weiterhin noch macht, also das Perl-Plugin, das eben diese interne Plugin-API vom Daemon dann an Perl-Module weitergerechnet, sodass die wirklich genauso äquivalent
zu den 39C geschriebenen Plugins aufgebaut werden können und auch genauso funktionieren. Es hat hauptsächlich dafür gedacht, dass manche Leute Umständen besser belanzen sind, vor allem eben Administratoren, wenn die irgendwie schnell eben irgendwo noch Metriken hinbekommen wollen, dann ist darüber eben möglich. Empfohlen ist natürlich trotzdem das SNC zu machen, weil es einfach effizienter ist. Kann man natürlich trotzdem einfach den Overhead, der dann durch die Interpretation von den Skripten da reinkommt. Dann gibt es sogenannte Unix-Socket-Plugin. Wie der Name vermuten lässt, bietet es einfach nach außen an die Unix-Socket an. Und darüber habe ich die Möglichkeit, gewisse Kommandos, wie zum Beispiel auch dieses Flash-Kommando angesprochen wurde, an den Daemon zu schicken, indem ich mich eben auf diese Unix-Socket verbinde und dann mit einfachen textbasierten Protokoll dann eben Kommandos hinschicke. Darüber habe ich auch die Möglichkeit, Werte an den Daemon zu übermitteln. Das heißt, hier habe ich wieder die Möglichkeit, über irgendwelche externen Tools, gegebenenfalls dann auch wieder über Erweiterung eben von diesen externen Tools auch wieder Daten als Kollegie zu bringen. Und ich habe auch die Möglichkeit, darüber Daten abzufragen, was dann zum Beispiel die Möglichkeit, dann später noch ganz kurz drauf kommen, die Möglichkeit gibt, die Werte von NAS aus Kollegie auslesen zu lassen und darüber dann mal Monitoring zu machen. Dann gibt es das Exec-Backend. Es existiert hauptsächlich, weil es gleichzeitig einfach war, zu implementieren. Das macht im Endeffekt nichts anderes, als irgendwelche beliebigen Binaries auszuführen und alles, was die dann aufschreiben, nach wie einem einfach textbasierten Protokoll auszuwerten und darüber dann eben nicht mehr reinzubringen. Prinzipiell wird dann abgeraten, es zu verwenden, weil ich das eben wieder genau das Problem habe, dass ich irgendwelche anderen Prozesse starten muss, aber es ist auch eine schnelle Möglichkeit, um zum Beispiel von Proof of Concept irgendwelche Daten reinzubringen. Dann gibt es noch ein Java-Plugin, das ist ähnlich dem Perl-Plugin, jetzt eben mal Java Virtual Machine in Kollegie einbettet und mir dann auch wieder über Java die interne API zur Verfügung stellt, sodass ich da eben auch Plugins in Java schreiben kann. So, ganz kurz noch drüber springen. Das hat man schon gesagt, das hat mir auch gesagt. Also es gibt hier verschiedene Befehle, die mir eben Daten an die geben und wieder rauslesen. Es gibt auch ein Verzeichnis vom Quellcode-Baum ein kleines Script, nennt sich CUSH für Kollegie Unix Shell, was ich alles mache, als mich auf diese Unix-Socket zu verbinden und dann eben die überschritteten eingegebenen Kommandos halt endlich einfach an dieses Backend weiterleitet. Das nächste Plugin dazu ist noch vielleicht zu ergänzen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir hier auf gewisse Art und Weise den Overhead von Starten eines Prozesses Daten sparen kann, dass ich den Prozess selber in einer eigenen Schleife über längeren Zeitraum laufen lassen kann. Man muss sich einfach selbst darum kümmern, dass er im Pattern-Intervall die Werte dann liefert auf Standard-Out. Ganz ähnlich implementiert, wie das auch die meisten Internet-Systeme machen, also sobald sich der Prozess beendet, wird von mir gestartet, solange er noch weiterläuft, wird er nicht angefasst und die Werte, die davon geben, kommen dann einfach abgefolgt. So, Java-Plugin, prinzipiell ist der Instant-Plugin. Gut. Also die API kann ich über D oder Java zum aktuellen Zeitpunkt nutzen. Es gab schon vermehrte Anfragen, vor allem nach Python. Da gibt es unter Umständen ein paar Probleme. Vom Prinzip Aufbau im Python-Interpreter, da verwendet da einen sogenannten Interpreter-Lock, um quasi alle Aktionen, die ausgeführt werden, zu serialisieren. Das ist mit dem sehr stark parallelisierten Kollegie-Team ein Problem, weil man da sehr schnell irgendwelche Headlock-Probleme lösen kann. Aufgrund von dieser Problematik ist es bislang nicht implementiert. Das ist auch ansonsten, muss ich mal fast sagen, hauptsächlich keine Fleißaufgabe. Ich kann über externe Programme, vor allem über das Unix-Socket-Plugin, mit dem Daemon kommunizieren. Und ich kann eigene Programmskripte schreiben, die dann für das Exec-Plugin ausführen. So, und ganz kurz, was das gerade noch angesprochen wurde. Wo steht's? Genau, es gibt ein Tool, nennt sich Kollegie Nuggets. Das hat ein C-Programm, was mit Kollegie mitgeliefert hat, was sich auf den Unix-Socket von Kollegie verbindet. Und Abfrag konfiguriert worden und dann passt die Statusausgaben zurück, wie sie von Nagels erwartet werden. Und dementsprechend kann man dazu bereit, kollektiv einfach in den Monitoring einbinden. So, und ich vermute mal, nachdem mein Moderator mittlerweile aufgestanden ist, dass die Zeit komplett abgelaufen ist. Von daher möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken.
und für weitere Fragen vermutlich fast keine Zeit mehr ist. Ich werde bis morgen Abend hier noch auf Frostmann sein, hauptsächlich an der Webinstand anzutreffen sein. Also wenn es noch weitere Fragen gibt, einfach auf mich zukommen.